Hallo und herzlich willkommen zur 65. Folge von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, 65 Folgen und trotzdem sind wir nicht wirklich gut vorangekommen, was an meiner mangelnden spielerischen Leistung liegt und daran, dass die Nacht des Raben deutlich schwerer ist als das normale Gothic 2. Aber davon genug. Ja, wir haben das letzte Mal abgeschlossen vor den Stadttoren. Und den Weg hierher habe ich einfach mal übersprungen. Ich habe in der Zeit darin nichts gemacht. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir steigen in den nächsten Kreis der Magie ein. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Wenn wir es denn können. Lehre mich den zweiten Kreis der Magie. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Von selbst ist er darauf gekommen. Blöd, Mann. Möglich ist unter Licht und leichte Wunden, nein, das braucht beides nicht. Erzähl mir vom Auge Innos. Haben wir alles schon gehabt? Okay, dann war der Weg hier ins Kloster wohl total für die Hose. Ich habe noch 20 Lernpunkte. Also rein theoretisch könnte ich ja, wenn es wirklich ab 30... Ich probiere es einfach mal aus. Ich habe ja vorhin 5... Lernpunkte direkt investiert. Glaubst du wirklich daran? Ich investiere mal einen. Ich will. Meinung kennst du ja schon. Ja, ab 30 ist es also soweit. Dann müssen wir uns vorsehen mit Mana. Gut, dann schließen wir das am besten ab. Dann haben wir komplett freie Hand danach, was Geschick angeht zum Beispiel. Und wir können in aller Ruhe die magischen Runen lernen und die magischen Kreise. Wir müssen uns auf nichts anderes mehr konzentrieren. Das ist natürlich das, was ich jetzt anstrebe. Und das setzen wir jetzt einfach mal genau so um. Wir haben jetzt wieder 29 Mana, hoffe ich. Genau. Dann investiere ich die 5 Lernpunkte. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Und ab jetzt wird das Lernen anstrengender, aber wir haben ja unsere tollen Tafeln, mit denen ich meine magischen Fähigkeiten jetzt einfach mal noch ein bisschen nach oben pushe. Da. Pro Tafel wahrscheinlich plus 2, genau. 4 und 6. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ja. Ich bin ganz deiner Meinung. Und damit wären wir dann ganz gut ausgestattet, würde ich sagen. Mit 40 Mana ist, würde ich behaupten, nicht übel. 15 Lernpunkte haben wir trotzdem immer noch. Also ich würde sagen, mit den Lernpunkten habe ich jetzt bis jetzt ganz gut gehaushaltet, um es mal so zu sagen. So, ich guck mal. Zweiter Kreis der Magie. Was uns da an Runen erwartet. War das der zweite Kreis? Oh, bin ich gut. Der Feuerball, den will ich auf jeden Fall haben. Eispfeil, naja, mal gucken. Eispfeil, wo könnte das denn nützlich sein? Höchstens bei irgendwelchen Feuerwesen, aber davon gibt es hier nicht allzu viele. Ja, wie dem auch sei, Wolfrufen ist auf jeden Fall cool, aber ein Wolf ist mir zu schwach, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also auf jeden Fall Feuerball ist hier äußerst erstrebenswert. Ist das hier der dritte Kreis? Jawohl. Kleiner Feuersturm. Furcht? Okay, also Furcht bringt mir nicht allzu viel, es sei denn, ich will, dass alle vor mir weglaufen. Aber so im Allgemeinen bringt das eigentlich nicht so viel. Skelett erschaffen ist schon deutlich besser. Also auf den dritten Kreis freue ich mich schon richtig, wenn ich das so sehe. Es gibt Kugelblitz, es gibt Eisblock endlich. Das ist natürlich richtig geil. Also der dritte Kreis, da wäre ich wohl die meisten Lernpunkte los. Für die magischen Ruhm. Meine Güte. Für die Herstellung einer Rune ist jeweils eine der aufgeführten Ingredienzien erforderlich. Also für Eisblock dementsprechend entweder Gletscherquarz oder Aquamarin. Einen Runenstein braucht man und eine Spruchrolle des Zaubers. Das ist ja alles kein Problem. Sehr schön, dann würde ich sagen,
mache ich hier nochmal einen Cut, gehe zurück in die Stadt und dann leite ich damit das zweite Kapitel ein, dass wir auch in der Story mal ein bisschen vorankommen. Da freut ihr euch wahrscheinlich jetzt richtig drauf. Ja, wir sehen uns gleich in der Stadt wieder. Ja, da bin ich wieder. Wir sind jetzt direkt hier im oberen Viertel, damit ihr nicht allzu lange warten müsst. Mal gucken, ob uns hier jetzt irgendwer anders behandelt, weil wir Magier sind. Lothar, du hast doch bestimmt einen lockeren Spruch auf Lager, oder? Wo finde ich Lord Hagen? Er ist im Rathaus, am Ende des oberen Viertels. Aber ohne triftigen Grund wirst du nicht vorgelassen werden. Ich habe einen triftigen Grund, zum letzten Mal. Ist irgendwas Aufregendes passiert in letzter Zeit? Nein. Okay. Das wurde auf jeden Fall umgewandelt. Und du sitzt gleich im Knast, mein Freund. Du sitzt gleich im Knast. Von selbst ist er da nicht drauf. So. Jetzt dürfen wir endlich. Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Ich bin Magier, du Dulli. Ich bin ein Magier des Feuers. Ja, natürlich. Verzeih mir, Erwählter. Aber ich erfülle hier nur meine Pflicht. Das sieht man von außen. An den Klamotten, du Würstchen. Blöd, Mann, ey. Als ob er doch nie einen Magier gesehen hätte als Paladin. So. Endlich sind wir hier drin. So, was ist mit dir denn, Albrecht? Ich muss mit Lord Hagen reden. Er ist im großen Saal, direkt geradeaus durch. Was immer du von ihm willst, fasse dich kurz, er hat viel zu tun. Was bedeutet es, ein Paladin zu sein? Ein Paladin ist ein Streiter Innos. Er lebt, um ihm zu dienen und kämpft, um ihn zu ehren. Dafür wird uns die Gabe der Magie verliehen. Die Magie der Runen, die wir als Auszeichnungen für unsere Taten verliehen bekommen. Kannst du mir was beibringen? Ich unterweise nur Paladine. Ja, und diese Runen sind sogar sehr, sehr mächtig, muss man dazu sagen. Allgemein kann man sagen, ein Paladin ist so ziemlich das Beste, was man hier machen kann. Er ist sehr, sehr stark. Er kann ein bisschen Magie und ein bisschen Schwertkampf. Muss nicht allzu viel in alles investieren. Also ein Paladin ist schon nicht zu verachten. Man muss auch dazu sagen, dass man am leichtesten ein Paladin wird. Das ist der leichteste Weg, den man einschlagen kann. So, und jetzt reden wir endlich mit Lord Hagen. Ich habe schon von dir gehört. Lothar hat mir berichtet, dass du mich sprechen willst. Du bist der Fremde, der das Auge Innos gefordert hat. Ich bin Lord Hagen, Paladin des Königs, Streiter unseres Herrn Innos und oberster Befehlshaber von Korinis. Ich habe viel zu tun. Also verschwende nicht meine Zeit, sondern sag mir, warum du hier bist. Kann ich dir sagen. Die Armeen des Bösen versammeln sich ganz in unserer Nähe, im Minental. Im Minental? Wir haben eine Expedition dorthin entsandt. Wir kennen ebenfalls Berichte, die besagen, dass der Pass dorthin von Orks besetzt ist. Aber von einer Armee des Bösen ist bisher nichts zu mir vorgedrungen. Was für eine Armee soll das sein? Es sind Drachen, die Scharen von Dienerkreaturen um sich versammeln. Drachen? Laut der alten Schriften ist es viele Jahrhunderte her, dass Drachen das letzte Mal gesichtet wurden. Sag mir, warum sollte ich deinen Worten Glauben schenken? Die Frage ist doch nicht, ob du mir glauben kannst. Die Frage ist, kannst du es dir leisten, mir nicht zu glauben, wenn ich die Wahrheit sage? Solange ich keinen Beweis habe, kann ich mir nicht leisten, noch mehr Männer dorthin zu schicken. Was weißt du über das Auge Innos? Es ist ein göttliches Artefakt. In den alten Prophezeiungen wird es im Zusammenhang mit Drachen erwähnt. Doch die Schriften sagen auch, dass nur ein erwählter Innos es tragen kann. Ich bin ein erwählter Innos. Dann wird es dir vielleicht möglich sein, das Amulett anzulegen. Natürlich bin ich ein erwählter Innos. Ich bin Magier des Feuers. Warum seid ihr nach Korinis gekommen? Wir sind in wichtiger Mission für das Königreich unterwegs. Unser Befehl kommt direkt von König Roba. Ich sagte dir, dass wir eine Expedition ins Minental geschickt haben. Sie ist der Grund unserer Anwesenheit. Was machen deine Männer im Minental? Ich sehe keinen Grund, dir das zu verraten. Hallo? Vertrauenswürdig und so?
Ich soll dir also einen Beweis bringen. Genau. Überquere den Pass und mache dich auf den Weg ins Minental. Suche dort nach der Expedition. Und wenn du sie gefunden hast, sprich mit Kommandant Garond. Wenn jemand weiß, wie die Situation vor Ort ist, dann er. Falls sich deine Worte bestätigen, dann bin ich bereit, dir zu helfen. Das heißt, du wirst mir das Auge Enos aushändigen. Das Auge Enos. Gut. Bring mir den Beweis, dann sorge ich dafür, dass es dir gestattet wird, das Amulett anzulegen. Dann kann ich sagen, ich habe dein Wort in dieser Sache. Das kannst du, denn du hast es. Ja, ich hoffe einfach mal, dass man einem Paladin trauen kann. Wie soll ich über den Pass kommen? Ich gebe dir den Schlüssel für das Tor am Pass. Doch du wirst deinen Weg durch die Reihen der Orks finden müssen. Möge Enos dich schützen. Kapitel 2. Rückkehr in die Kolonie. Oh ja. Endlich ist es soweit. Das zweite Kapitel hat angefangen. Ach so, ich muss ja noch was berichten und so. Mensch. Dann ist es wahrscheinlich hier oben irgendwer. Irgendjemand muss mir doch zuhören bei der Sache von Fernando. Immerhin trägt er die Schuld daran, dass die Situation hier langsam zu eskalieren beginnt. Cornelius, okay. Ist auch ein sehr interessanter Name. Zu dem kann ich gar nichts sagen, auch gut. Larius. Hey, was hast du hier verloren? Wenn du was willst, lass dir einen Termin geben. Wer bist du? Ich bin Larius, der hiesige Statthalter. Auch wenn es im Moment nicht so aussehen mag, bin ich der mächtigste Mann dieser Stadt. Dann bist du hier also verantwortlich. Zurzeit sind mir die Hände gebunden. Dieser Lord Hagen hat hier das Kommando, jedenfalls solange er noch in der Stadt ist. Wie sieht's aus? Was geht dich das an? Solange die Paladine in der Stadt sind, kümmert sich Lord Hagen um alle Belange, die die Stadt betreffen. Ich wollte nicht stören. Das ist dir gründlich misslungen. Also verschwinde. Oh, ein ganz freundlicher Zeitgenosse. Was haben wir denn hier Schönes? Blutkelch, goldener Kelch, goldene Schale, Silberteller. Junge, Junge, man lebt nicht schlecht, ne? Gut, alles klar. Dann kann ich also niemandem sagen, dass Fernando ein Verbrecher ist. Zumindest zurzeit nicht. Ja. Lothar, was sagst du dazu? Ich soll Beweise bringen. Glaubst du wirklich daran? Hey. Ich war bei Lord Hagen. Und? Du hast ihn doch nicht etwa mit deinen Drachengeschichten belästigt. Doch. Das darf doch nicht wahr sein. Er hat mich losgeschickt, ihm Beweise zu bringen. Na dann, viel Glück. Hast du das nicht gewusst? So ein Spinner. Nur ihn. Jawohl, oh, ich mag diese Szenen irgendwie. Ah, herrlich. So, dann gehe ich mal hier hinten noch hin. Vielleicht hat ja hier irgendwer neues Zeug bei sich. Hier gibt es hier einige Händler. Händler, ich will keinen einfachen Bürger. Lutero. Ach, erzähl mir nicht sowas. Zeig mir deine Ware. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Die südliche südländische Verteidigung. Ein Lehrbuch zum Kampf mit Einhandwaffen. Das darfst du keinem erzählen. Kann ich nicht hier brauchen und 5000 Goldstücke ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu heftig. Aber schön, dass es da ist. Feldknöterich. Wenn ich irgendwann mal keinen mehr finde, werde ich ihn bei dir kaufen. Ach, warte mal. Suchst du bestimmte Gegenstände? Ja, für meinen derzeitigen Auftrag benötige ich die Krallen eines Snappers. Aber keine einfachen Krallen. Es muss schon was Besonderes sein. Die Krallen einer mächtigen Bestie, die viele Männer getötet hat. Oder etwas derartiges. Wo finde ich Snapper? Es gibt ein paar hier auf der Insel. Die meisten hausen jedoch im Minental. Und was springt für mich dabei raus? Ich kann dir einen Runenstein besorgen. Ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Das unterscheidet sich übrigens auch, diese Belohnung. Wenn man als Söldner hierher kommt, bekommt man natürlich keinen Runenstein von ihm. Was will man denn damit? Da ist es dann ein Ring oder ein Amulett. Ach,
auch sehr schön, diese ausgearbeiteten Details. So, hier ist ein Händlerhaus. Salandriel. Zeig mir deine Ware. Es ist mir eine Freude, Ehrwürdiger. Ja, hör auf, mir in den Hintern zu kriechen. Amulett der Flammen, okay. Brauche ich alles nicht, ist mir alles zu doof. Aber ich brauche einen Alchemietisch. Danke, dass ich mir deinen mal ausleihen darf. Ach, siehst du, ich kann ja selber Heiltränke brauen. Spezielle Tränke. Habe ich da irgendwas drin? Nein. Schnaps brennen. Ich kann Schnaps brennen? Womit denn? Ach, kann ich doch nicht. Okay. Tabakbüschen und Stängel drehen. Sumpfkraut verarbeiten. Stängel gerillt. Ja, ich weiß ja nicht, wie viel Sumpfkraut wir haben. Auf jeden Fall ist es jede Menge. Ich mische erstmal den Tabak. Mit Honig. Und das ist eine Sorte, die liebt Abudin. Apfeltabak mit Honig. Das stelle ich mir ehrlich gesagt auch als Nichtraucher äußerst köstlich vor. Zumindest so vom äußeren Geruch her. Davon werde ich erstmal ein bisschen was brauen. Brauen vor allem mischen. Wie viel Honig haben wir denn noch? Anscheinend jede Menge. Ah, jetzt war es das aber. Genau. Dann können wir noch Sumpfkraut verarbeiten. Das mache ich auch mal, weil gedrehtes Sumpfkraut ist logischerweise. Deutlich besser zu verkaufen. Ich finde es übrigens sehr freundlich von den Entwicklern, dass die hier so ein bisschen mitgedacht haben und direkt in das Menü springen, was man zuletzt benutzt hat. Weil da bin ich ja nun mal die ganze Zeit jetzt drin. Das wird wohl auch eine Besonderheit der gepatchten Gothic 2 Version sein, die Nacht des Raben nun mal im eigentlichen Sinne darstellt. Das Add-on patcht die ganze Version des Spiels ja auf Version 2.6, glaube ich. Und unter dieser Versionsnummer gibt es ja auch die ganzen Mods. Die gibt es vorher beim normalen Gothic 2 noch nicht. Mensch, jetzt gönnen wir uns wie viel... Ach, da steht die ganze Zeit zu wenig Rohstoffe. Oh, warum zeigt das mir dann an? Blödmann. Heiltränke brauen. Zwei Heilpflanzen, ein Feldknöterich. Also, ich würde sagen, da ist der Typ unten im Kloster doch ein bisschen günstiger. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen Sumpfkraut gemischt. Wir haben eine neue Tabaksorte gemischt. Und wie Abudin auf diese Extra-Kreation reagieren wird, erfahren wir aber leider erst in der nächsten Folge, denn meine Zeit ist schon wieder um. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin, ciao.